Ja, danke schön, Herr Gerske, für die lebendige und Darstellung. Zunächst einmal auch von Fernand Lassalle, ihn wieder etwas zurückzurufen, die Gegenwart zu rufen, damit wir uns ihn vorstellen können, aber auch gleichzeitig die Paradoxa in welcher Form, wie die umgegangen wurde letzten Jahren und wie doch er und seine Ideen sich dann immer stärker und immer weiter durchgesetzt haben. Wo er jetzt ein großer Sohn der Stadt Breslau anerkanntermaßen ist und in dieser Form weiter bei uns bleibt. Wir wollen jetzt mit seinen Ideen, moderne Ideen selbstverständlich waren, weil er in der Arbeiterbewegung eben einen reformerischen, einen friedlichen, einen evolutionären Weg sich vorstellte, der sozusagen den Staat demokratisiert, der ein allgemeines Wahlrecht einführen wollte und die Arbeitnehmerrechte entsprechend dann entsprechend ausbauen über genossenschaftliche Wirtschaft. Ich will das nicht weiter vertiefen, ist aber ein moderner Ansatz und ein freiheitlicher, ein demokratischer Ansatz von Sozialdemokratie, dem wir anhängen und den wir pflegen. Und die Grundwerte sind für uns weiterhin maßgeblich und bedeutend. Und das ist jetzt das ist der Ausgangspunkt, wo wir uns überlegen müssen, stets überlegen müssen, der Rekurs auf diese Grundwerte, die sind ja auch historisch berechtigterweise entstanden, was sagen uns diese Grundwerte, wie richten wir danach auch unsere Politik aus, vor welchen Herausforderungen, vor welchen Konflikten stehen wir und wie müssen wir uns von diesen Maximen eigentlich weiterhin leiten lassen, um zu versuchen, möglichst korrekte Entscheidungen zu treffen. Und diesen Spagat jetzt bis in die Gegenwart hinein zu legen auf der deutschen Seite, das möchte und das wird Ralf Stegner jetzt unternehmen. Er möchte von seiner Seite her die entsprechende Bedeutung der Grundgedanken von Lassalle und mit Blick also auf die heutigen, gegenwärtigen, nicht gerade einfachen Herausforderungen abheben, falls du etwas brauchst.